Wartet auf meine Befehle! Einheiten! Einheiten! Rennt! Vorstoßen! Einheiten! Vorstoßen! Einheiten! Schnell! Wird sich wahrscheinlich da Feuerschutz geben. Ah ne, er kommt tatsächlich mit allen raus. Ja, versuchen wir ihn direkt zu sandwichen. Na komm. Hat halt hier. Komm jetzt von hinten bitte. Bauern! 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 Rennt! Bauern! Rennt! Jetzt müssen wir ihn umschließen. Benutzt mal die Tröte. So, schwankend. Erfreut einen General in einer zu haben. Erschüttert. Niederlage ist so gut wie sicher. Wir sind noch eifrig. Bauern. Bauern. Interessant, interessant. Oh, cool, wir haben den Gen, der flüchtet. Geil. Okay. Bauern. Sehr gut. Bei den Göttern. Sehr gut. Was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige Niederlage. Mit der Bauernarmee die Stadt eingenommen. Ja, sehr schön. Zuerst verloren, jetzt eingenommen. Ja, ist ja optimal. ja, besetzen bitte. Na ja, da kommen die nächsten dakischen Armeen. Darkien ist eine Bitch, ohne Witz. Ach so, oh, die habe ich total vergessen. Die wollte ich ja auch noch machen. Moment, das machen wir auch noch schnell. Och nee, ist nicht wahr. Jetzt komme ich nicht mehr hinten dran. Oh nein, ist nicht wahr. Ach Gott, du bist doch echt ein... Du bist doch echt ein Bettnässer ohne Quark, ey. Weiter geht es nicht, Sire. Bereit machen für den Kampf. Weißt du was, die bringen mir da unten nichts. Ich glaube, ich löse die da unten echt auf. Geil. Mächtiger General. So viele Plänkler, das ist auch geil. Ja. Erwarte eure Befehle. So, uns ein Bündnis mit Karthago holen. Geht das überhaupt? Gucken wir mal gerade. Wir haben auch die halbe Welt als Feind. Feinde mit Numiden. Aber auch Feinde mit den Römern. Wobei Karthago will bestimmt nicht der Feind von Darkien sein, wobei dem kann das so eigentlich egal sein, oder? Wir gehen mal hoch und gucken. Wir versuchen uns mal hier mit Karthago ein Bündnis zu holen. So, dann gucken wir gerade. Rekrutierungsbericht ist klar. Ereignisse einer Seite, schauen wir mal rein. Aha, Jehutimes Audingsbums. Okay. Schauen wir gerade, ob wir hier irgendwo eine Akademie haben oder sowas. Aber nur da oben, ne? Oder? Nee, noch nicht mal hier, aber hier bauen wir eine. Okay, alles klar. Meine so. Augen sind eure Augen. In Bewegung. Die Spione wir brauchen wir natürlich noch als Pestgaranten. Meine okay, der Ohren kann nix. Meine Augen sind eure Augen. Dann kauft ihr die Privatsicht immer gerade. Ungesehen, bitte. Unbemerkt. Wir sitzen fest. 9000 Denare, sauteuer, aber ist okay. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Ja, ja mein Gebieter. Sire! Ich schicke ihn mal auf das Schiff. Mächtiger General! So. Marschieren! Weiter geht es nicht, Sire! Sire? Mein Gebieter? Weiter! Wir sitzen fest, mächtiger Herr! Befehle? Sire, weiter! Einmal ein Wachturm, bitte. Baut einen Turm. Jetzt nicht, dass man den so dringend hier bräuchte. Vorwärts! Aber ich meine, der wäre für uns gar nicht mal so nachteilig. Mein Bruder für einer. Räumen wir den mal ganz schnell aus dem Greif Weg hier. Den Feind an! Sieg!
Angriff. Das ist keine starke Armee, kein Gegner für uns. Ja, diese scheiß Spione, die der mir dann auch immer da reinschickt, ne? Da sind auf jeden Fall Spione drin. Der Typ, der entdeckt ja nichts. Meine Ohren sind eure Ohren. In Bewegung. Wir sitzen. Könnte noch nicht mal seinen eigenen Panz unter der Dusche finden, würde ich mal vermuten. Muss mal gucken. Am besten eröffnen wir den Krieg gegen die Pater. Oh, ich muss gleich Schluss machen. Am besten eröffnen wir den Krieg gegen die Pater hier oben. Gefolge vergrößert sich. Baubericht lassen wir mal weg. Fortschrittlichste Seite sind wir wahrscheinlich. Reichste Seite auch. Kleinstadt wächst. Halikarnassos, sehr gut. Obwohl, ne, macht das Ding da auch noch am besten. Baubericht. Oh, Siva. Können wir mit den Steinen eigentlich jetzt mal auf niedrig gehen, damit die Stadt da noch ein bisschen wächst, ne? Wäre eigentlich ganz cool. Palmyra. 3%, das und das. Kanassos haben wir eben gehabt. Rhodos ist auch wunderbar. Da können wir sogar hier noch ein bisschen weiterbauen. Sparta, ja, ist keine Ahnung, ist egal. Schmeißen wir mal alles in die Queue, was wir da noch haben. Jetzt hier gehe ich sogar auf Bevölkerungswachstum. Das ist mir egal, weil ich habe die ganzen Städte ja ausradiert. Und habe dementsprechend jetzt genug Kapazitäten für Bevölkerungswachstum. Und kann da also ohne Probleme das jetzt schaukeln. Also da ist jetzt das Wachstum ausnahmsweise mal erwünscht. Und da, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr wirklich zu kontrollieren. Wir kratzen ja auch schon so an den Siegbedingungen. Da ist das auch nicht ganz so wichtig. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hier wirklich machen. Tarent war das, ne? Keine Ahnung, bauen wir mal 1000 Bauern. Ja. Genau, und die reparierten Sire. Sachen. Sire! Sire! Mein Gebieter? Marschieren! Mein Gebieter? Sehr gut. Mächtiger General. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier oben jetzt managen. Ja, der läuft halt einfach hier außen rum, ne? Lauf doch mal hier über die Brücke, greif mich doch da mal an. Okay, aber das ist jetzt eine größere Armee, der Dapyx. Ich glaube, ich habe hier die Straße gebaut und die ist jetzt wieder weg, weil er die Stadt eingenommen hat, ne? Mächtiger General. Ja, ich glaube, den greifen wir an mit unseren Truppen. Darkin ist anfällig für Fernangriffe. Insofern können wir auf jeden Fall auch noch ein paar Bauern gebrauchen. Ein paar Bogenschützen meine ich. Habe ich Bauern gesagt? Ich meine Bogenschützen. Mächtiger General. Ja, aber die gehören hier unten in die andere Armee rein. Mein Gebieter? Die Armee könnten wir hier oben gut gebrauchen. Vorwärts! Wir sitzen aber fest. Das ist ein bisschen anders. Mächtiger du gehst jetzt Herr. Doch hier rüber. Mächtiger General! Vorwärts! Wir können nicht weiter, großer Herr! Die Söldner hier mein hoch, Gebieter? Dann treffen die sich gleich hier und dann machen wir mit. Weiter! Akroris machen wir den Hauptmann Dapyx platt. So, Tiberius. Ei, großer Herr! Sitz bereit! Tiberius kriegt direkt mal hier die Flotte von Panz gestellt. Ja, mächtiger Herr! Okay.
Sire! Sire! Okay, was? Thermon dann? Ja, Thermon ist es dann, okay. Mein Gebieter? Sire! Stoßt vor! Wir können nicht weiter, großer Herr! Sitz bereit! Befehle? Sire! Marschieren! Befehle? Vorwärts! So, ihr trefft euch mein hier. Mein Gebieter? Weiter! Sitz bereit! Sitz bereit! Du gehst wieder ja, hoch. Ja, mächtiger Herr! Weiter geht es erstmal nicht, Sire! Oder warte mal, du hast hier die Streitwagen mit. Sitz bereit! Und du setzt ja, mir die Streitwagen nächste Herr. Runde da ab. Das ist doch ganz gut. Damit bin ich zufrieden. Weiter! Ja, doch, läuft ganz gut. Ich meine, wir kriegen jetzt nächste Runde nochmal 3 Provinzen. Oder 2 zumindest. Das ist gar nicht so verkehrt. Wie viel brauchen wir dann noch? Dann brauchen wir nur 7. Dann sind wir doch relativ fix durch. Ja, wir müssen jetzt natürlich hier irgendwas gegen die Römer machen. Gegen die Skipionen vor allen Dingen. Ach, die haben Artillerie dabei. Schau mal einer an. Sitz bereit! Ei, großer Herr! Die würde ich ganz gerne fortbilden. Ei, großer Herr! Ei, großer Herr! Jetzt haben wir eigentlich auch so ein typisches Römerproblem, weil hier die Siedlungen oder die Küsten doch recht schwer zu verteidigen sind. Da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Sire! Mein Gebieter? Befehle? Was sagt, dann nehmen wir mal gerade die ganze Kaff raus. Mächtiger General! Bereit machen! Ach, nehmen wir hier unten an, die Kaff ist ja fix. Ein ruhmreicher Sieg! Was ist man das? Schweine und Bogenschützen, ne? Das ist ja relativ easy. Lasst uns zum Himmel! Wartet auf meine Befehle! Geh so mal vorne hin. Marschiert! Bewegung! Auf schnellste! Als Feinde sind diese Männer perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. Oh, es ist doch zum Knochenkotzen. Der Sieg liegt vor. Naja, okay, gut. Ich glaube, die 3 Überlebenden, das heißt Feindarmee vertrieben für uns. Der Sieg ist unser, oh Mächtiger! Ganz genau. Mein Gebieter? Mein Gebieter? Verlasse die Armee. Der Sieg ist unser, oh Heftiger. So, wollen wir damit weiter Richtung Norden stiefeln oder wollen wir versuchen, Messana anzugreifen? Ich würde fast sagen, Messana ist die bessere Option für uns, ne? Das Schiff ist bereit! Das Schiff ist bereit! Das Schiff ist bereit! Ei, mein Herr! Mein Gebieter? Mächtiger General! Mein Gebieter? Auf die Schiffe! So. Mächtiger General! Sire! Sire! Mein Gebieter? Wie groß ist denn die Armee? Die ist ordentlich. Mächtiger General! Sire! Sire! Das Schiff ist bereit! Setz die Segel. Dann nehmen wir den, um Messana anzugreifen. Dann holen wir uns jetzt erstmal Sizilien. Das ist doch, glaube ich, als Plan gar nicht so schlecht. Nein, das wollte ich nicht. Ei, großer Herr! Setz die Segel! Das Schiff ist bereit! Ei, mein Herr! Ja, keine Ahnung. Machen wir noch ein Schiff dazu. Ne, machen wir einen Spion. Der ist besser. Das Schiff ist bereit. Was ist das? Achso, das ist noch seine Quinquireme. Angriff! Sieg! Okay, die ist jetzt wohl da oben hingeschippert. Gucken wir da nochmal nach. Wir können jetzt nicht weiter, Sire. Sire! Mein Gebieter?
Okay, nee, er ist da unten hingeschippert, alles das klar. Das Schiff ist bereit. Angriff! Das Meer gehört euch, großer Herr. Oh, Junge, da kriegt er sogar noch Erfahrung für. Da kann doch nicht dein Ernst sein. Mann, 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 Mann. Oh, ich muss Schluss machen. 43 Minuten? Nee, da mache ich zwei Parts draus, Leute. Das schnibbel ich dann auseinander. Mächtiger General. Das schnibbel ich dann. Da brauchen wir nur eine andere Armee für Lily Bayon? Fragezeichen. Brauchen wir da noch einen? Oder können wir dann nachher einfach aufteilen? Capua ist ja immer eine Stadt, um die ich mich gerne kümmere. Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben ja hier erstmal eine ganz gute... Aber jetzt hier erstmal eine ganz gute Garnison. Da will ich eigentlich mit der Armee noch nicht raus, sondern ich hole mir jetzt lieber erstmal hier überall 1000 Bauern und versuche einfach nur Messana von der Seite hier anzugreifen. Frage wäre noch, ja, die Onaga kriege ich nicht aufs Schiff, ne? Ich kriege sie auf das Schiff. Mächtiger General. Wir gucken mal, wir können ja, Onaga können wir bestimmt gebrauchen. Ja, komm, dann nehmen wir die mal mit. Genau. Ei, großer Herr! So. Ei, großer Herr! Ah, da haben wir auch noch eine kleine Flotte. Gut, mit der fahren wir mal hier rum. Wir können jetzt nicht weiter, Sire. Sind bereit! Das Schiff ist bereit! Ei, großer Herr! Das ist ja jetzt die Baustelle hier drüben. Okay. Ja, dann machen wir hier den Burschen mal gerade. Speichern wir mal schnell. Angriff! Ja, Angriff bitte. Greifen wir ihn vor allen Dingen im Sommer an. Das sollte für uns ganz gut sein. Mach ich nach der Schlacht, da mache ich dann, glaube ich, einen Break oder einen Cut. Oh nee, komm, dann ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach nee, das ist doch wieder so eine lamer Scheiße. Jetzt muss ich hier 1000 Berge hoch. Ich meine, kämpfen wir hier in einem Vulkan oder was ist das da bitte? Das ist doch eine Frechheit, ohne Quark. Ich habe so eine Ahnung, wo die AI kämpft. Ja, aber das war halt so klar. Jetzt schaut euch das mal an hier. Das ist doch einfach total affig, oder? Oh, ich hätte sogar hier hochgekonnt. Aber gut, das konnte ich vorher nicht wissen. Elite-Schwertkämpfer. Oh. Ja, die Kriegsbande ist für den Arsch. Sichelkämpfer würde er wahrscheinlich nicht als Schocktruppen benutzen können. Er hat sogar zweimal Bogenschützen. Fett. Oh, warum habe ich nicht dreifache Geschwindigkeit? Ja, Leute. Leute, Leute, Leute. Alter, das ist einfach echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Was ist das für eine Map? Wobei, die wäre vielleicht mal für einen Multiplayer ganz witzig. Aber das dürfte ja schon so eine geografische Begründung haben, denke ich mal. Ihr geht mal aus der Phalanx raus. Nee, der flüchtet. Ihr habt in der Schlacht gesiegt, wenn auch sehr knapp. Na toll. Ja, sehr knapp, ultra knapp, ja. Oh Mann. Der Sieg ist unser, oh da Mächtiger. Ist er jetzt. Okay, stimmen wir uns hier hin, ja? Weiter! Weiter geht es nicht, Sire! Mächtiger General, stoßt vor!
Der ist aber ganz gut ausgerüstet. Ach, warte mal, hier war doch so ein... Nee, Tempel des Horus ist hier, ne? Ich hatte doch vorhin... Hier scheint überhaupt kein Tempel drin zu sein. Was? Ah ne, doch, da, hier, da, großer Tempel, ja, okay. Müssen wir gerade gucken, gab es hier nicht noch irgendwo eine Stadt, wo ich einen anderen Tempel hinbauen wollte? Ne, hier unten war es definitiv nicht. Vielleicht habe ich das schon gemacht, hier in Salona. So, hier ist ein Schrein des Horus, Ah, hier war das, ne? Tempel des Hermes. So, das ist nämlich viel besser. Gesetz und Ordnung. Das ist optimal. Atra ist auch okay. Ja, das Hephaistos-Ding ist auch nicht so schlecht, ne? Okay. So, Leute, jetzt wird's nochmal kitzlig. Mein Gebieter? Jetzt greifen wir die Pater an. Das wird eine... Das wird eine recht amüsante Sache, aber der hat halt nur Scheißinfanterie. Das müssten wir schaffen. Greif den Feind an! Er hat ein bisschen was an Fernkampfkraft. So, dann machen wir das noch. Nach der Schlacht mache ich dann Schluss mit dem Part. Und dann gucken wir mal. So, hier, da sind die ganzen Speerträger, ne? Ihr macht schon mal eine Gruppe. Wir kämpfen ja auf einem relativ offenen Feld. Da sind doch Einheiten mit einer guten Kavallerie immer von Vorteil, ha? Oder Armeen mit einer guten Kavallerie. Einheiten! Einheiten! Stoßen! Stoffhosen! Einheiten! Rohstoßen! Wir stellen uns mal eher ein bisschen breiter auf. Schlage ich vor. Genau. Das sieht ganz gut aus. Ihr geht hier hin. Den Kraft benutzen wir hier auf der Seite. Reguläre Streitwagen ziehen wir auf die Seite. Das Gute ist, bei den Ägyptern können die ja nicht Amok laufen. Machen wir ganz breit. Ganz breit. So, das ist unsere Fernkampfkavallerie. Die kommt hier hin. Einheiten nach vorn, General. Wagen, Bogenschütze. Einheiten, Einheiten nach vorn. Wagen, Wagen. Ihr geht mal hier aus der Gruppe raus. Feindliche Verstärkungen greifen in die Schlacht ein. So. Speerträger. Ist nicht garantiert, dass wir das hier gewinnen. Wir haben zwar qualitativ gesehen die besseren Truppen. Aber es ist nicht garantiert, dass wir das hier gewinnen. Definitiv nicht. Wir benutzen also hier auf der Flanke die Streitwägen oder Streitwagen, um die Linie zu sichern. Ihr müsst ein bisschen schneller sein. Das sind meine Plänkler. Greift schneller!
Streitwagen. Okay. Hier ein bisschen viel Mikro machen, aber das würde eigentlich noch gehen. Problem ist, warum verfolgt eine Phalanx? Ist egal. Ja, ich kann jetzt gerade nicht so viel reden, Entschuldigung. Ja, scheiß Pachter. Der feindliche General zeigt seinen Wert. Er ist von dem Wunsch erfüllt, seine Haut zu retten. So, die Götter lächeln euch heute zu. Der feindliche General ist... Die feigen Feinde fliehen. Jagt sie vom Schlachtfeld. Ja. Komm, du mal hier raus. Komm mal hier weg. Jetzt muss ich mal kurz pausieren. Warum rennen hier überall die Axt hin? Die waren Bogenschützen müssen definitiv auch hier raus. Ups, Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade nicht ins Mikro gelabert. Wehrträger! Wagen! Schnell! Wagen! Wir können ja mal hier drauf hämmern. Womit hat er den denn gestellt? Ach, mit Bergbewohnern? Nee, ist nicht dein Ernst. Wehrträger! 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 Okay. Bogenschützen. Können wir ruhig hier auf ihn drauf hetzen. Gehst hier oben hin. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich soweit alle Einheiten befehligt. Ihr macht mal eine Phalanx. Diese ganze Rumgetröte, ey, das ist ja wie an Fasnacht. Furchtbar. Ja, habe ich mir jetzt doch gedacht, ne? Ja, hab da Scheiße gemacht. So, ich glaube, wir kriegen noch so recht viel davon. Gut, okay. Komm, Kinas, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Als Feinde sind diese Männer perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. Verluste dürften recht gering gewesen sein. Wir haben ein paar Streitwagen. Ich sag immer Streitwagen, Leute, seht's mir bitte nach. Ich glaube, wir haben ein paar Streitwagen verloren, aber das müsste alles gewesen sein, ne? Also in der Hauptstadt dürfte auch nicht mehr viel rumstehen von denen dann. Ja, ne? 1500 Gegner besiegt, das ist eine Quote, die kann sich sehen lassen. Was haben wir denn verloren?
Verluste erlitten. 44 Wüstenachskämpfe. Ach ja, genau, das waren die, die ja mit den Bergbewohnern gecharged hat. Hatte ich aber gedacht, das wäre eine andere eine gewesen. Ägyptische Streitwagen und Wagenbogenschützen und Nilschwerträger. Okay, gut. Aber Leute, ist geschenkt. Ist geschenkt. Wir haben die Stadt fast eingenommen. Und dann dauerte der Part jetzt auch eine Stunde insgesamt, aber ich habe ihn natürlich Sieg! Aufgeteilt. Meine Ohren. Okay, versuch's mal. Kommt rein. Ist gut. Spioniere. Dann belagern. Bereit machen für den Kampf! Siedlung wird belagert. Gut, jetzt mal weg. Die Siedlung wird belagert. So, Nummer 1. Mächtiger General. Nummer 2. Oh, die können wir sogar direkt angreifen, aber ich glaube, da können wir auch warten. Die Siedlung wird belagert, Sire. Es sei denn, warte mal, lass mich mal ganz kurz hier Quick Save. So, jetzt greifen wir an. General. Wenn ich das automatisch mache, klarer Sieg, ne? Also ist doch schön, dann machen wir das so direkt so. Siedlung eingenommen. Und dann muss mir direkt mal das Teil reparieren, mit das. Dann nehmen wir euch fort und es gibt noch direkt mal eine Einheit Bauern und du gehst mit den Steinen mal direkt auf niedrig. So. Großer Tempel des Zarathustra ist optimal für unsere Ambitionen, sage ich mal. Weil wir dann doch mehr öffentliche Ordnung hier drin direkt haben. Das ist doch eine coole Sache. General. Gut, dann sind das hier die Nächsten. Dann werden wir hier gleich die Armeen zusammenführen. Wenn dann Dumata angreifen. Und in zwei Runden sind die Seleukiden dann von der Landkarte... nicht die Seleukiden, die Parther von der Landkarte verschwunden. Widerstand ist zwecklos, Gefolge vergrößert sich, weiteres machen wir dann, Feinde mehr vertrieben, alles klar. Ich save nochmal, bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wünsche euch bis dann alles Gute, macht's gut, ciao.